Freddy Sanchez Caballero malt sich seine Wut von der Seele. Seine Bilder über die Zerstörungen des Regenwaldes rütteln auf. Mit Farbe und Pinsel macht der kolumbianische Künstler aufmerksam auf das Leid der Menschen, der Tiere und der Natur am Amazonas. Auf die rücksichtslose Abholzung von Bäumen, auf Umweltzerstörung und Gier. In seiner Heimat wird besonders brutal vorgegangen. Menschen werden ermordet, weil sie Abholzung, Bergbau, Drogenanbau und industrielle Agrarproduktion im Weg stehen. Sanchez greift in seinen Werken deshalb zu einer Symbolfigur. Ein Jaguar hatte den Stellenwert eines Halbgottes. Er hatte die gleichen Eigenschaften wie ein indigener Krieger. Energie, Kraft. Die Indigenen glaubten, dass sich hinter dem Flecken seines Fells das Geheimnis von Leben und Tod verberge. Sie waren davon überzeugt, wenn der Jaguar ausgerottet wird, stirbt auch der Mensch. Wir sind gerade dabei, seinen Lebensraum zu zerstören. In seinem Atelier in Medellin arbeitet er mit Symbolen aus der Zeit, als die Natur noch in den Händen der indigenen Völker war. Inspiration sind die Höhlenmalereien von Chiribiquete im Südosten Kolumbiens. Sie zeigen, wie die indigenen Völker damals ihre Umwelt wahrgenommen haben. Sie zeigen Menschen, Tiere, Palmen. Sie zeigen die Bedeutung der Umwelt für die Menschen. Sie lebten im Einklang mit der Natur. Adveniat für die Menschen in Lateinamerika.